Ja, wir sind da zurück auf Heaven's Hope beim verrückten Professor. Und ja, da werden wir Back to the Future mal gehen. So, gestern haben wir sie eigentlich hier in diesem Raum schon eigentlich so ziemlich alles angeschaut. Das sind so wahrscheinlich so wissenschaftliche Daten, was er da hat. Eine Dose. Ja, das ist der Herr da. Ein Kaktus haben wir da gehabt gestern bereits. Ein Gerät da. Naja. Also. Diese Dinge haben wir sich gestern eh schon angeschaut. Ja, also da werden wir uns jetzt einmal mit Herrn Professor da unterhalten. Wer stört? Wer stört? Oh, wer will? Ach Gott, na. Ach ja. Ich bin ein Engel. Ich bin ein Engel. Fürchte dich nicht. Wieso sollte ich mich fürchten? Du siehst nicht zum Fürchten aus. Und überhaupt ein Engel? Das ist ja albern. Ich bin aber ein Engel. Ich. Das kann ja jeder behaupten. Dabei sind Engel doch ganz klar definiert. Sind sie? Natürlich. Engel sind A. metaphysisch, B. transzendent und C. absolut. Das sehe ich bei dir jetzt nicht so, mein Junge. Hä? Bitte, was? Irgendwie hat er schon Pech, der Kleine. Wieso sind Engel denn metaphysisch? Inwiefern sind Engel denn transzendent? Es sind absolut. Engel sind absolut. Ich bin ein Engel. Ich gehe den dann mal. Naja. Ich würde einmal sagen, Engel sind metaphysisch. Das klingt ein bisschen besser. Wieso sind Engel denn metaphysisch? Engel sind, im Gegensatz zu uns Menschen, nicht den physischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Deswegen ja, metaphysisch. Das macht sie zum Beispiel unsterblich. Aber ich bin unsterblich, weil ich ein Engel bin. Humbug, das kann ja jeder behaupten. Aber ich bin ein Mann der Wissenschaft und ganz der Suche nach der Wahrheit verschrieben. Da zählen nur handfeste Beweise. Inwiefern sind Engel denn transzendent? Inwiefern sind Engel denn transzendent? Engel sind transzendent. Das erklärt sich doch eigentlich schon von alleine. Sie sind imstande, Dinge wahrzunehmen, die wir Menschen nicht wahrnehmen können. So. Das heißt zum Beispiel, dass sie mit allen Lebewesen in Kontakt treten können und in gewissem Maße auf sie einwirken können. Ich kann aber zum Beispiel mit Tieren und Pflanzen sprechen. Humbug, das kann ja jeder behaupten. Aber ich bin ein Mann der Wissenschaft und ganz der Suche nach der Wahrheit verschrieben. Da zählen nur handfeste Beweise. Okay, das hätten wir jetzt da geklärt. Engel sind absolut. Engel sind absolut? Was soll das denn heißen? Engel sind absolut. Das Gegenteil von relativ. Engel existieren und handeln jenseits von Kausalketten. Hä? Engel können Wunder wirken. Das weiß doch jedes Kind. Ich kann aber Wunder wirken. Ich habe zum Beispiel diese korpulente Maus hier wiederbelebt. Nachdem du sie fast getötet hättest. Psst, Azael. Humbug, das kann ja jeder behaupten. Aber ich bin ein Mann der Wissenschaft und ganz der Suche nach der Wahrheit verschrieben. Da zählen nur handfeste Beweise. Okay, du mit deinen Beweisen. Ja, ich bin ein Engel. Ich bin ein Engel. Ich bin ein Engel. Absolut metakausal. Transmetakausal. Absolut. Du meinst metaphysisch, transzendent und absolut? Ja? Humbug, das kann ja jeder behaupten. Aber ich bin ein Mann der Wissenschaft und ganz der Suche nach der Wahrheit verschrieben. Da zählen nur handfeste Beweise. Ich gehe dann mal. Also gut, er will einen Beweis. Naja, was könnten wir da ihm beweisen? Kaktus. Kennt man zum Beispiel.
Was ist das eigentlich? Na, trinken wir mal von der roten Flasche. Na gut. Trinke ich halt dieses Gift. Oh je. Was könnte man auch machen? Ein Kaktus, ein Lehm einhauchen. Na toll. Sprich mit ihm. Hey, alles klar? Nein. Was? Wieso? Blumen im Garten leisten sich heute die kleinsten Leute. 20 Arten, Rosen, Tulpen und Narzissen. Nur keine Kakteen. Deshalb muss ich hier bei diesem Wissenschaftler rumstehen. Das tut mir leid. Ach, lüg doch nicht. Du bist doch wie der alte Mann. Willst du mir etwa auch an die Nadeln? An die Nadeln? Früher stand ich immer draußen auf dem Balkon. Aber jetzt missbraucht er mich hier als Notizenhalter und pinnt mir immer seine Zettel an die Nadeln. Sowas von entwürdigend. Aha. Was anscheinend da irgendwo. Bind ja irgendwo ihm die Bindwandeln an. Jetzt reden wir nochmal mit ihm. Wer stört? Ich bin's. Der Engel. Ja, ja, schon klar. Ich kann beweisen, dass ich unsterblich bin. Ich kann's beweisen. Ich habe Wunder vollbracht. Unsterblich, ist es? Ich kann beweisen, dass ich Meta-Dings da bin. Ich bin unsterblich. Ich habe dieses Gift da getrunken. Und es geht mir blendend. Es geht mir ganz gut. Es ging mir schon besser. Hey, aber immerhin. Ich habe tödliches Gift getrunken und lebe noch. Heiliger Paracelsus, das war Blausäure. Du kannst doch keine Blausäure trinken. Klar, weil unsterblich. Nun gut, du bist also metaphysisch. Aber bist du auch absolut und transzendental? Ich kann's beweisen, ja. Ich bin transzendent. Ich kann's beweisen. Ich habe mit deinem Kaktus gesprochen. Was? Ja, haha. Und du kannst Wunder wirken. Dein Kaktus hat mir erzählt, dass du ihn nachts immer als Notizwand missbrauchst und deine Notizzettel an ihn pinnst. War gar nicht begeistert. Auch wenn ich nicht glaube, dass es diesen Kaktus überhaupt in Begeistert gibt. Ja, das hört sich ganz nach ihm an. Das könntest du sonst wohl kaum wissen. Nun gut, du bist also transzendent. Aber bist du auch absolut? Ich habe Wunder vollbracht. Ich kann beweisen, dass ich absolut bin. Ich habe ein Wunder vollbracht. Und welches Wunder hast du bitte schön vollbracht? Ich habe deinen mürrischen Kaktus gegen seinen Willen zum Blühen gebracht. Ja, habe ich gesehen. Das hat er tatsächlich noch nie gemacht. Das ist wirklich ein Wunder. Du bist also wirklich absolut. Unglaublich. Du bist also metaphysisch, transzendent und absolut. Aha. Das kann nur bedeuten... Du bist tatsächlich ein Engel, Grundgütiger. Wenn du ein Engel bist, das ändert einfach alles. Wenn diese Proposition also wahr ist, welche Folgen hat das für die Konsistenz meines gesamten Aussagensystems? Wo stehe ich? Und welche Auswirkungen hat das auf mein Explanandum? Und erst auf mein Explananz? Ich glaube, da bricht gerade eine Welt zusammen. Oh je. Alles in Ordnung? Ja, in irgendeiner Ordnung sicher. Nur ganz offensichtlich in einer anderen, als ich bisher angenommen hatte. Ich bin übrigens Talurel. Ja, ja. Willkommen, Talurel, der Engel. Ich muss unbedingt fliegen. Nachdem wir das jetzt mit dem Engelsein geklärt hätten, ich muss unbedingt zurück in den Himmel. Und dafür muss ich fliegen. Meine Flügel sind aber bei meinem Absturz kaputt gegangen. Und Bill hat gesagt, du könntest mir vielleicht dabei helfen zu fliegen. Ja, macht Sinn. Und? Kannst du mir jetzt helfen zu fliegen? Ja, natürlich. Also, theoretisch. Praktisch hat es da einen kleinen Rückschlag gegeben. Komm, ich zeig's dir. Na ja, dann gehen wir jetzt ins Hinterzimmer. Von so etwas hast du gesprochen, oder? Es wäre mir eine wahre Freude, wenn du sie testen würdest. Ich weiß nicht. Was ist das? Das ist eine Flugmaschine. Oder zumindest wäre es beinahe eine geworden. Jahrelang habe ich Aerodynamik und Aerostatik studiert, mich mit den Theorien von Leonardo, Berblinger und Cayley beschäftigt.
Ich habe Tag und Nacht Berechnungen angestellt, getüftelt und geschraubt. Und eines Tages platzt dieser Wahnsinnige hier rein und ruiniert einfach alles. Greta? Ja, hat was von gotteslästerlich und von, wenn Gott gewollt hätte, dass Menschen fliegen, dann hätte er ihnen Flügel gegeben, erzählt. Kommt mir bekannt vor. Und dann hat sie mir gedroht, mich wegen Ketzerei zu verhaften und den Bauplan einfach konfisziert. Mein Meisterwerk, für das ich so lange geforscht und gearbeitet habe. Oh. Und ohne den Bauplan kann ich die Flugmaschine nicht weiterbauen. Das ist schlecht. Naja. Tja. Was könnte man ihm da sagen? Hast du eine Ahnung, warum Greta von dem Bauplan wusste? Was will sie denn mit dem Bauplan? Was hat es mit den Indies auf sich? Naja, das Erste. Hast du eine Ahnung, warum Greta von dem Bauplan und der Flugmaschine wusste? Ich hab nicht den blassesten Schimmer. Entweder war ich zu auffällig oder jemand hat mich verraten. Sie stand einfach in der Tür meines Labors, hat was von Ketzerei geschwafelt und den Bauplan konfisziert. Aber von der Flugmaschine weiß sie, glaube ich, nichts. Die steht ja hier im versteckten Hinterzimmer. Und außerdem hätte sie die sonst sicher auch zerstören lassen. Was will sie denn mit dem Bauplan? Hast du eine Ahnung, was sie jetzt wohl mit dem Bauplan anfängt und wie wir ihn vielleicht zurückholen können? Ich weiß es nicht. Vielleicht hält sie ihn irgendwo unter Verschluss. Aber in Heaven's Hope hat jeder lange Ohren. Irgendwer hat bestimmt gesehen, was Greta mit dem Bauplan angestellt hat. Kann ich nicht einfach zu Greta gehen und sie nach dem Bauplan fragen? Hörst du nicht zu, Junge? Die ist wahnsinnig. Vollkommen plemplem. Sie ist vollkommen fanatisch. Und ihrer Meinung nach hat sie die Wahrheit gepachtet und das heilige Recht auf ihrer Seite. Du kannst auf gar keinen Fall einfach zu ihr marschieren und sie nach dem Bauplan fragen. Dann bringt sie dich gleich wegen Ketzerei an den Pranger. Oh. Nein, nein, nein. Wir müssen das klüger angehen. Wenn du fliegen willst, brauchen wir den Bauplan wieder. Und wenn wir den Bauplan wieder haben wollen, musst du einen Zeugen finden, der gesehen hat, was sie mit dem Bauplan angestellt hat, nachdem sie hier rausmarschiert ist. Okay. Dann suche ich mal nach einem Zeugen, der gesehen hat, was Greta mit dem Bauplan angestellt hat. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, das Ganze. Was hat es mit dieser Inquisition auf sich? Was hat es eigentlich mit dieser Inquisition auf sich? Nun, irgendwann ist diese vollkommen verrückte und fanatische Nonne Greta hier aufgetaucht und hat die Inquisition wieder ausgerufen, um dem bunten und gotteslästerlichen Treiben in diesem Nest ein Ende zu setzen. Constable McCallum, der alte Ire, der diesen Bezirk hier verwaltet, war sofort begeistert, weil ihn vorher keiner so richtig ernst genommen hat und hier eigentlich jeder gemacht hat, was er wollte. So hat er sich auf ihre Seite geschlagen. Und jetzt haben wir den Schlamassel. Na ja, frag mich das Nächste. Oder mit dem Schlamassel? Wieso ist es so ein Schlamassel, dass diese Nonne Greta hier die Inquisition wieder ausgerufen hat? Sorgt sie so nicht für Recht und Ordnung? Naja, sie sorgt für ihre Auffassung von Recht und Ordnung. Sie hat zum Beispiel die Prohibition wieder eingeführt. Das heißt, das Pub darf keinen Alkohol mehr verkaufen. Frag mal Josie, die Wirtin, was sie davon hält. Oder alle anderen Bewohner von Heaven's Hope. Ist es nicht genug, wenn die Menschen keinen trinken können? Aber ist es nicht gut, wenn die Menschen keinen Alkohol trinken können? Weißt du, Junge, das Leben als Mensch ist ganz schön hart. Wir leben, leiden und wir sterben. Ein bisschen Freude und Ausgelassenheit, um das alles zu ertragen, ist ab und zu schon nötig. Zumal Greta, wenn du mich fragst, alle diese Freuden nur verbietet, damit sie die Bewohner von Heaven's Hope besser kontrollieren kann. Gott weiß, was die Frau für ein Problem hat. Ich geh dann mal. Ich geh dann mal. Warte, ich hab noch was für dich. Wenn du rausfinden willst, wo der Bauplan hin ist, musst du alle Informationen ordentlich zusammentragen. Hier hast du ein Notizbuch. Dann hast du immer einen Überblick über deine aktuelle Informationslage. Danke. Das ist wirklich nett. Echt? Ja, nett. Kann Talorel überhaupt schreiben? Psst, Azael. Natürlich kann Talorel schreiben. Kannst du doch, oder? Pff. Also ja, noch der Karte. Hier. Karte, also Übersichtskarte, haben wir nun hier ein Tagebuch
gefunden. Zunächst finde einen Zeugen, der gesehen hat, was Greta mit dem Bauplan angestellt hat. Blumford hat dir was reingeschrieben. Finde einen Zeugen, der gesehen hat, was Greta mit dem Bauplan angestellt hat. Okay. Okay, was ist das da eigentlich? Ich habe aufrichtig nicht den leisesten Schimmer, was das sein soll. Was ist das eigentlich, Werkzeug? Ein Haufen Zeug. Ja. Was sollte ich denn damit anfangen? Was auf euch nicht. Das ist das Flug... Das? Das ist also die Flugmaschine, mit der ich wieder in den Himmel fliegen soll? Ja, das Baby wird da nichts anderes überbleiben, Baby. Baby Schnucki, Schnucki-Mausi. Sei froh, dass du überhaupt das hast. Würde ich einmal sagen. Was ist das? Interessant. Das dürfte ein Bild sein, mit einer Möhre. Interessant. Mhm. Sagen wir da noch. Warte mal, Space einmal kurz drücken. Aha, da unten nochmal was. Ein Schälchen mit blauer Farbe. Schälchen mit blauer Sahne, was haben wir da? Die Seile sind vermutlich auch für die Flugmaschine. Mhm. Das haben wir dann auch gehabt. Aha, das ist da. Aber eigentlich, das haben wir angeschaut, das haben wir angeschaut, das Werkzeug haben wir angeschaut, das da haben wir angeschaut, das da. Den Blumen könnten wir eventuell noch schauen. Hallo Blumford. Hallo Taloril. Wie kann ich dir helfen? Darf ich die Farbe mitnehmen? Im Hinterzimmer steht ein Schälchen Farbe. Darf ich das haben? Nimm ruhig. Ich glaube, der Behälter hat eh aufgehört zu tropfen. Danke. Ich gehe da mal. Ich gehe da mal. Na gut, dann nehmen wir das mit. Farbe kann man immer gebrauchen. So, kann nicht schaden. Kann nicht schaden. Also, wir haben da schon relativ viel gefunden. Sagt ja, als sieht sie so von alleine. Gut. Ich überlege noch kurz, was wir da noch machen könnten. Eigentlich gar nichts mehr. Labor. Tja, Leute. Ja, schon wieder Schluss für heute. Und da werden wir dann morgen weiterspielen. Okay. Tschüssi. Ciao.